Bis ins frühe 20. Jahrhundert glaubten viele Menschen in Deutschland, dass Tote nach ihrem Tod weiterlebten und aus dem Grab heraus unheilvollen Einfluss ausübten. Manchmal geschah dies durch eine telepathische Wirkung, den sogenannten Sympathiezauber, bei dem der Nachtseher nicht aus dem Grab steigen musste. Stattdessen saugte er den Lebenden durch seinen offenen Mund, ein offenes Auge oder durch das Kauen am Leichentuch die Lebenskraft aus. In anderen Erzählungen stiegen Untote aus ihren Gräbern und sprangen nächtlichen Wanderern auf den Rücken. Diese Wesen, als Aufhocker bekannt, konnten verschiedene Gestalten annehmen, wie zum Beispiel die eines Werwolfs im Rheinland. Der betroffene Mensch musste den Aufhocker bis zur Friedhofsmauer oder zum Begräbnisort tragen. Dabei wurde der Aufhocker, auch Huckopf oder Huckupf genannt, immer schwerer, sodass das Opfer erschöpft oder gar tot zusammenbrach. In einigen Sagen gelang es den Geplagten, den Unhold durch einen Spruch oder ein Gebet zu bannen oder zu erlösen. In katholisch geprägten Regionen vermischte sich der Glaube an den aufhockenden Wiedergänger mit dem Seelenglauben. Um 1920 hatten Volkskundler große Schwierigkeiten, den alten Kern des Glaubens an den untoten Wiedergänger aus einem diffusen Gespensterglauben herauszuschälen. Der Aufhocker war kein gewöhnliches Gespenst, denn er hatte einen spürbaren Körper, der von Schritt zu Schritt an Gewicht zunahm, eine Eigenschaft, die ein körperloser Geist nicht haben konnte. Im Dorf verschwand die schönste Maid. Weiß keiner, wo sie blieb, scheint. Oh, Großknecht, wenn der reden wollt. Ich denk, dass ihr's wohl wissen sollt. Hoher Großknecht, schweigt doch eins beim Bier. Spricht er zu ihrer drei und vier. Eure Liese, wisst war eine Mann. Ich fraß sie auf mit Haut und Haar. Hey, hey, macht nicht solch dämliches Gesicht. Hört, wie sich's zutrug, den Bericht. Sie kam als Marschier jede Nacht. Und hat mich beinahe umgebracht. Sie drückte mich wie Zentnerlast, dass mir verging die Seele fast. Sie presste sich auf meinen Mund, nicht Lärm noch Bein ich rühren konnte. Urplötzlich dann gab sie mich frei. Und ich fuhr auf mit lautem Schrei. Im Dorf verschwand die schönste Maid. Weiß keiner, wo sie blieb, Bescheid. Hoher Großknecht, wenn der reden wollt. Mich dünkt, dass wir's wohl wissen sollen.